Wasserstoffblond. Sport ist hässlich. Sport isn't sexy. In einer inhaltsleeren Zeit. Der einzige Inhalt ist Geld. Wettbewerb gewinnen. Und das haben sie auch wie die Chamäleone adaptiert alle. Von die Linken und so. So, ich bin jetzt unterwegs. Als Rentefriend. Wahlkampfhelfer. Für die Partei der Kreativen. So nenne ich sie gerne. Und ich habe gewonnen. Weil ich bin sogar im Parteinamen drin. Mit meiner Forderung, die Dadaisten aufzustellen. Für die Wahlkämpfe, die sogenannten, die Wahlfänge der Etablierten. Das heißt, des Geldes, der Machtverwaltung, der Industriehörigen. Und da haben wir auch gerade einen Bericht drüber gelesen, über jene Optik, die Verzahnung mit der Rüstungsindustrie, in der das Land immerhin 10% hält, genauso wie Niedersachsen bei VW. Und insofern setzen die öko-anarchistischen, real-dadaistischen Parteigenossinnen einen Kontrapunkt zu allem, was sich nur irgendwie mit der Industrie arrangiert. Und da ist die Kulturindustrie. Weil das Wort ist ja real existent. Es existiert ja wirklich, die Kulturindustrie. Und gemeint ist damit die Unterhaltungsindustrie. Es sind also, sie geben uns alle falsche Begriffe und produzieren damit Idioten. Durch diese falsche Begrifflichkeit produzieren die Werbeagenturen, allen voran das Fernsehen, dumme Menschen. Sie generieren dumme Menschen als Garant, weiterhin Verbraucher zu sein, ohne kritisch zu hinterfragen, das, was sie verbrauchen und konsumieren sollen. Das ist die Situation. Deswegen steht doch auf jeder Packung Rauchen nicht drauf, ganz banal, Tabak macht süchtig. Sondern es muss immer irgendwas anderes draufgeschrieben werden, damit die Leute sich über irgendwas anderes unterhalten, außer um diesen einzig wahren Fakt. Tabak süchtig macht. Ich muss mich wiederholen für die Dummen. Oh, Scheiße. Ich bin schon zu spät. Da stellen wir uns hier mit hin. Ne? Da stellen wir uns hier mit hin. So. Das ist die Sache. Und ich sage immer gerne Kreativen, weil gibt's noch nicht. Die Kreativwirtschaft, ne, wird immer zu Felde gezogen und damit rechnen sie einfach in ihren Statistiken alles zusammen, was dazugehören könnte. Zum Beispiel auch jeder Mal- und Zeichenbedarf, also wirklich. Jeder Künstler bedarf Laden, Modulator und so, haben deren Zahlen und machen den Schlussstrich runter und bezeichnen das eben als Kreativwirtschaft. Natürlich kommt da nicht rein, wo die Straßenmusiker sind.
Natürlich kommt da nicht rein, wo die erfolglosen Künstler sind, die einmal im Jahr ein Bild verkaufen, weil es zum Glück noch eine Kneipe gibt, die Bilder ausstellt. Natürlich ist jede Ausstellung auch eine Verkaufsausstellung. Aber es ist auch Fakt, dass eben halt diese Fantasiezahl, die aufgebauscht worden ist, eben durch die Zulieferer der Kreativen, und damit gehört wahrscheinlich auch jeder Sprayer-Shop, wo es Spraydosen gibt für Graffito, Graffito-Sprayer und Graffiti. Das gehört also alles zur sogenannten Kreativwirtschaft. Und dann kommt da eben raus, dass diese in Berlin für den Zahlen von 2014, 2015 10% erwirtschaftet. Das ist schon mal eine Zahl. Wahrscheinlich kommt auch noch jedes Wort der Literaturagenten. Wahrscheinlich kommt auch jedes Wort der Schreiberlinge dazu. Weil Berlin ist ja auch die Hauptstadt der Romane. Du kannst auch in Berlin einen Roman über Magdeburg schreiben. Aber rauskommt, dass der Roman nur nach Magdeburg versetzt worden ist, aber die Storys aus Berlin sind. Ja, das ist Clockwork. Und wo ist Terenze? Oh, die haben jetzt natürlich auch ein... Spatter hat jetzt auch ein Gerüst vor. Atelier Reisenweiber. Weber. Das ist aber kein Atelier, das ist ein Friseurmensch. Phase ist zu spät. Good morning, Sex Pistols. Dann lernen sie auch lieber als Frank. Dafür, dass Berlin früher aufsteht. Von hier, wenn du hier in der Ecke stehst, hast du genau die Kirche vorm, was soll man sagen, nicht Twin, sondern Solo Tower Allianz. Genauso beknackt wie die Glaspaläste hinter dem Schloss Bellevue. So, wir müssen alle 3 Stunden früher aufstehen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nur was Schlimmes für die Drogenverticker. Wir müssen nicht alle zu Vampiren werden hier. Tut mir leid, aber es ist unattraktiv. Wir sind schon seit 3 Jahren Stadt voller Popper. Achtung. Ja, die hätte ich auch gerne gehüpft. Hier ist Cassius Clay und Cassiopeia. Hier ist der Sub-Hero. Und da stehen sie schon. Die unermüdlichen Walfänger mit ihrem neuen Stubnitz 3000. Hä? Fuck. Das ist nicht zu verkaufen. Oh Mann, Stubnitz 3000.
im Cassiopeia. Allerdings in diesem Jahr. 20 Jahre. Freiluftkino. 20 Jahre Open Screening. Das heißt, ich kann mir Mittwoch mal wieder einen warmen Applaus abholen. Kann ich mir auch nichts von kaufen. Also, ja, kann ich mir auch nichts von kaufen. So, wir haben das mal gerade gescreent nach Tabakbeuteln. Gibt es in jeder Variation individuell und präindividuell. Kannst du auf deinen Namen raufsticken. Mein Lieblingsding ist ein bisschen. Tatsächlich Sachen aus Nepal verkaufen mit Hanf. Ne? Das ist meine Lieblingshaschischsorte. Und Rewe sage ich auch mit jedem Einkauf bei Rewe bezahlt das Privatfernsehen mit. Echt. Hey, heute ist Sonntag. Ich bin der Einzige, der lacht, der Einzige, der Musik gemacht hier. Ja. Ich musste echt lachen, weil das ist echt auch Kunst. Ja. Lauter Pussys. Von der Popcom, ne? Also die haben ja das vorweggenommen, was da jetzt auf den Plakaten steht für die Kulturbrauerei-Veranstaltung. Wir haben den Clip genommen, die Musik genommen von Sapienti Sat und haben dazu sozusagen gemodelt. Ne? Also völlig egal, geile Musik. Die Musiker sind immer nie dran zu kriegen gewesen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach zu der geilen Musik von den geilen Musikern unser geile Musik, unser geiles Musikvideo. Den Mosch-Clip. Und das ist dasselbe. Lauter Musiker und einfach nur Pussy Pictures. That's hard. The song for today. Heute zu einem kleinen, aber feinen Festival, das zum dritten Mal stattfindet und wie ich aus der Zeitung erfuhr, aus Dänemark kuratiert wurde. Also das ist das Wort der letzten 3 Jahre. Ne? Alles braucht Kuratoren, Musikfestivals. Und dann war ich auch schon Kurator 1989 mit dem Zugfestival. Also weiß ich sehr genau, dass die Leute da reindrängeln in meines Programm. Ich habe jedenfalls vor, nachher mit Thomas zum Weißensee-Festival zu gehen und weil das jetzt Zeit wird, ja, muss ich jetzt mal Jan anrufen und ein bisschen rumschimpfen. Nicht, dass da was passiert ist. Ich habe dann auch noch keinen gefunden, der diese Hässlichkeit muss ich einfach mitführen. Ja, hey, seid ihr unterwegs oder wie? Ja, natürlich. Achso, hinten. Da steht die Robbe schon, alles klar. In dem Gartenzaun wieder. Jetzt weiter. Toll, Udo ist auch dabei. Ja, das sind wirklich Eiszeit. Ja. Ja, Millionen alter Regen. Nach Alfred kommt Lisa. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, die Dadaisten sind die Wegbereiter der modernen Reklame. Wie sieht Dadaisten hier so klassisches Propagandaplakat?
So, hier wieder die Gebrauchtfahrzeuge von den Polen. Wir sind im Auftrag der Kunst unterwegs. Ich liebe diese Apfelsinen. Lese ich jetzt das Doktor Ich, ne? Und Dr. Rich. Mit H. Ja, das ist also die stetige Kommerzialisierung. Wir haben ja hier nicht das Tacheles. Das Einzige, was die Tacheles gesponsert hatten, war, glaube ich, das Kino. Und hier haben wir natürlich gleich Getränke, Lehm an und solche Sachen. Also schon Kultursponsoring und damit natürlich schon alle Subkulturellen weggeekelt. Das heißt ja jetzt auch nicht mal Subkultur, sondern Off-Kultur, okay. Ah, nicht dieses Ding. Das ist echt beknackt, lieber Autoscooter. So, die Cops sind wieder abgezogen. Und dann steht noch ein Kontakt mit dem Wasserwerk. Die Erstfuhre. Vielleicht eher hier. Nicht der schwarze Handschuh, sondern der schwarze Handtuch. Da war noch was. Werbung nervt jeden. Echt. Cool, hier gibt es jetzt auch Intertabak. Im Intershop. Aber warte, der so auf der Sofa, der da? Ja, hier ist noch ein neuer Münzwasserraum, das finde ich cool. Nein, bin schon 30 Mal nachgefahren. Ich fahre jetzt hier mal durch das neu entstandene innerstädtische. Und jetzt ein weiter. Tankerl und wie heißt sie? Jogorette, Jokerette, wisst ihr. Woher cool, wissen wir, dass das mein Lieblingsauto ist? Harlequin, ne? Oh. Basiert auch auf dieser DDR-Scheibe. Harlequino. Harlequino. Hier ist so alles grün, das ist ja auch beknackt, wenn du einen Balkon hättest und keine Pflanzen drauf. Der Scooter. So geil, die Camps. It's just a car. So, wenn ich so einen Laden finde, ist mit dem so Hot Rabbit. Heißer Hase. Wie hieß das? Scheiße geparkt. Das ist ja klar, hier findest du ja keinen Platz mehr auf dem Flohmarkt.
Doch da. Dürfen sich ja wieder KPD nennen und die meinten dann, ja, jetzt haben sich die Leute schon an DKP gewöhnt. Ich würde es einfach wieder umbenennen in KPD. Machen wir die Box hier längs. Halt. Ah, da ist dieser Tür jetzt. Ich habe gedacht, dass es die Sommersensation wird. Vielleicht sogar mitorganisiert von Anayo. Ja, den kann ich bestimmt anpumpen. Und mittlerweile ist er schon Millionär geworden, nur dass er jetzt eben halt nicht bedacht hat, dass die Leute direkt von den Restaurants sich was schicken können. Das ist natürlich eine Steigerung. Ich habe ja vorhin gesagt, Höllenbalkon und keine Pflanzen. Du kannst deinen Balkon natürlich auch für Politik nutzen. Da hat der Thomas mal gewohnt. Da steht dran. Das ist ziemlich schön groß geworden. Wir wollen draußen sitzen. Ja, wenn der Wirt dafür sorgt, dass um 22 Uhr die Gäste leise sind, nichts dagegen. Genau. Opposition Arabia. Oh wow, das ist auch ein geiles Rot. Allerdings so hier in der Kinzig ist auch noch eine Baulücke. Da hatte ich bestimmt gedacht, gibt es schon ein gutes Frühstück. Frühstück zur Mittagszeit kann man auch nur sonntags machen oder in Ferien. Also ich würde sagen, steht alle 3 Stunden früher auf und nutzt den Tag. Ohne jetzt das lateinische Angeberding zu benutzen. Aber hier ist ein Tempel draus geworden, okay. Hi. Schön. Erstmal eine Runde Yoga. Sind wir die erste Runde schon fertig, dann machen wir die nächste Runde Yoga mit. Ba da 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 da. Weiter. Butter Club. Tja, was soll das heißen? Ne?
Wie war der? So, hier ist hier weltbester Shisha-Laden. Im Umkreis. Sowas gibt es hier auch mal noch. Das brauchen wir eigentlich nur. Hier ist der Tonis Shisha Shop, umringt von Nachtclubs. Oh, wir haben auch tagsüber geöffnet. Schauen wir mal, wo die Konkurrenz klebt. Auf euren Pimpen. Die Pimpe. Das ist fast ein Hohn hier, das Plakat auch. Echt. Packen wir uns mal vor dem Berliner Mieterverein. Und das ist, als hätte jemand meinen Button an meinen Tucholsky. Es ist mit dieser Schnecke, als hätte jemand schon meinen Button, den ich aus dem DDR, dem demokratischen Wasserspender gemacht hatte. Da habe ich einfach so einen Button überklebt mit einem DDR-Aufkleber. Ohne die wäre ich auch schon draußen. Hey, ich wusste gerade, dass die Grauen ja auch Werbung machen. Ja, die wissen ja bestens Bescheid, die sind direkt hier rüber, über uns. Das ist auch so schön bewachsen hier. Da freut sich auch der hier.
Let me say this is the most controversial thing because everybody's afraid of burning cars. And they're making even elections with burning cars. See the elections before, which was defiantly pushed by them. Because they said, there are 50 autonomous people who burn cars in Berlin. And then the CDU was elected with Mr. Frank Henkel. And after the elections, it came out that it wasn't 50 left wings who burned the cars, but just one ill guy who did it. And this is a caricature. Eine Karikatur auf Türkisch gesagt, ja. Fahrräder brennen nicht, aber meine Matchbox-Autos. So, I made the movie Car Madness, where I burned my Matchbox car as a kid. Stopping collecting Matchbox cars and starting to drive on my own. No, I just don't need a car because I'm living in a big city with a good traffic. Ja, nee. Nee, das ist nicht alles in der Hand, ne? Public transport system. Es ist nicht die Party von Peter Sellers. Oder es ist die Party von Peter Sellers. Von Sally Potter. Und weißt du, steht auch immer noch da? Sieht auch aus wie jemand, der alleine Party macht. Das sah aus wie einer von Ulbideck. We're all in the Zug Show. Yo.